Yo, was geht, Freunde? Ich habe euch eben gerade gefragt, ob ihr den Brief, den wir an Gfredo schreiben, nochmal hören wollt oder ob ihr euch überraschen lassen wollt. Und natürlich wollt ihr ihn einmal kurz hören. Kein Ding, Digga. In dem Brief kommen sehr viele Sachen drin vor, die ich jetzt leider noch nicht sagen kann, weil ich somit Sachen spoiler und vielleicht die Überraschung, die irgendwann mal klappen sollte, somit kaputt mache. Außerdem redet man nicht über ungelegte Eier, deswegen lese ich besser nur die Fragen vor, die ihr in den Kommentaren gestellt habt. Die ein oder andere Frage habe ich auch noch mit reingeworfen. Kannst du uns ein bisschen mehr über deine Vergangenheit und deine Kindheit erzählen? Wie und warum hast du das Rappen angefangen? Kriegst du eine besondere Behandlung im Gefängnis, nur weil du eine Rap-Karriere hast? Wie fühlt es dich an zu wissen, dass man vielleicht sein Leben lang hinter Gitter verbringen muss? Wie begann der Streit in deiner Nachbarschaft? In dem Song Pain redest du über Paranoia und Depression. Kannst du uns ein bisschen mehr über die Thematik erzählen? Welcher Rapper hat deine Musik inspiriert? Was machst du als erstes, wenn du freikommst? Hast du schon mal was von Deutschrap gehört? Sind deine Freunde außerhalb des Gefängnisses immer noch an deiner Seite? Glaubst du, es wird jemals Frieden zwischen Gangs geben? Was sind deine Pläne für die Zukunft? Wie ist deine Meinung zu den Dokumentationen über dich? Zum Schluss habe ich ihm noch geschrieben, dass wir ihm alle die Daumen drücken für seine Verhandlungen und hoffen, dass er sehr schnell wieder auf freien Fuß ist. Mal schauen, ob er antwortet und alles so läuft, wie ich es geplant habe. Ja, und das war der Brief an Gfredo. Sobald ich irgendwelche News habe, seid ihr die Ersten, die davon mitbekommen, natürlich. Also, wir sehen uns beim nächsten Video und bleibt gesund. Gerne.